Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Machen wir weiter. So, irgendwie haben wir eine Minigun auf einmal. Hammer nice. Die Sicht geht auch noch. Junge, ist das wie Terminator. Boah, was eine Sicht. Alter. Okay, ich muss immer direkt drauf. Das sah aus, als wenn ich vorziehen muss. Aber nee. Ballistik nicht. Oder doch? Mein Gott. Mein Fehler. Boah, das war knapp. Wir können Ihr Fahrzeug sehen. Kümmern Sie sich um die Begleitfahrzeuge. Nicht, dass Sie mehr Ziel angreifen. Wiederhole. Nicht, dass Sie mehr Ziel angreifen. Tut was oder Sie räumen uns auf. Was für? Irgendwas von Millisekunde. Holy moly. Tut was. Kill ihn im Anzug! Das geht nicht Haben wir? Gut! Los, los! Der lebt noch. Holy. Oh ne, sieht man nichts. Weiter Druck machen! Come on, Junge. Ja, wir haben's gleich. Finally. Okay, jetzt zeigen wir sie. Stellen Sie doch einen Vogel quer. Mal sehen, ob sie da rumkommt. Achtung, es geht los. Was haben wir noch? Dazu, los! Oh, okay, das war richtig. Das sollte sie aufhalten. Wunderschön. Das war's für dich. Oh, Alter. Wir sehen niemanden. Noch nicht. So, runter da. Sie ist eingekreist. Sichert den Bereich. Sichert den Bereich, jawohl. Let's go. Sie haben einen ihrer Männer gefunden. Geh in Deckung. Sensor schlägt. Wo sind sie? Sie bekommen Verstärkung. Sie kommen. Er ist tot. Der Sound. Oh mein Gott. Ich hätte echt hier lieber was anderes mitnehmen sollen. Oh mein Gott. Ich lade nach. Nachladen, nachladen, nachladen. Komm, oh fuck. Ich wollte gerade runter. Hilfe, Junge, wo seid ihr? Oh, das war's für mich. Heftig. Okay, da haben die gut gepusht. Gut, nächstes Mal schneller dahin. Sie ist eingekreist, sichert den Bereich. Warte, kann ich den Move machen? Ich will mal testen, so kann ich nächstes Mal überleben. Wait, es gibt doch einen Slide, warte. Hä? Oder muss ich... Muss ich gedrückt halten? Ah, egal. Deckung, ich geh los. Oh, lol. Sie ziehen los. Auf ja, Junge. Sie haben einen LKW. Come on. Auf den MG-Schützen. Roger. Roger. Ich brauch Blend. Mit Fett genagelt. Und Wurf. Ich hol dich aus, Fahrzeug. Hier ist ein leichtes Fahrzeug. Weiter so, die knicken ein. Nochmal eine Blend. Er ist tot. Versicher. Heavy. Boah, Junge. Kommt da, von vorne. Klar. Haben wir? Bin ich froh, dass der es so genau schießt. Ich wünschte, ich hätte mehr Muni. Hier wäre die Mission easy gewesen. Mit der Waffe. Vielleicht finde ich ja noch eine, oder? Sturmgewehr. Come on. Ne, ist alles eine PDR. Ne, Skorpion, Shotgun. Lächerlich. Lebendig fangen. LMG. Gut, dass da dran steht. Warte, vielleicht passiert ja noch was. Sturmgewehr. Pass auf, hier halten. Nice. Jetzt noch schnell hier runter. Schnell hier rauf. Na komm schon, wo muss ich da lang? Hier hin. Ich hoffe, wir müssen noch kurz verteidigen. Wir haben sie. Sie lebt noch. Overlord Hunter. Ziel gesichert. Die Geräusche sind nicht gut weg da.
Gefühlt explodiert gleich alles da, wenn der Kraftstoff sich noch entzündet. Ach, schade. Naja, nicht schlimm. Oh, Junge, 98 Präzision, Junge, höchste. Leider ein ziviles Opfer, kann man nicht vermeiden. Wahrscheinlich bei den Jeeps gewesen. Dazwischen gerannt oder bei der Explosion von einem der Jeeps durch egal wen. Naja. Das letzte leider nicht, damit hätten wir die AK gehabt. Schade, schade, Schokolade, naja. Ich merke mir ab jetzt auf jeden Fall, dass, wenn der erste Break kommt zum nächsten Abstand, dass es immer nur noch ein ganz kleines Stück ist oder ein bisschen, bevor die Mission endet. Also jetzt versuche ich mal vielleicht länger den Part zu machen. Außer es muss sein, wegen vielleicht privatzeitlich oder so. Oder weil es einfach passt. Genau. Wow, jetzt sind wir in Russland. Arktik. Müssen wir das wirklich tun? Wenn es dich nicht für das Ziel halten soll? So ein Scheiß kann auch nur das Verteidigungsministerium kaufen. Babysitter. Alter vor Schönheit. Kozak, Verifizierungscode. Alpha 29er Yankee 7. Ghost Lead, Verifizierungscode. Whiskey Bravo 41 Foxtrot. Pepper, Verifizierungscode 16 Hotel Mike 3. Ich probier's. Hey, Dickerchen. Queen of England. Oh, 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 hey, 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 Verifizierungscode Charlie 121 November. Jesus. Mist, ich hab Queen gesagt, hä? Huh? Das ist ab jetzt dein Name. Alter, Lucky. Junge. Katja Prugova, ehemals russischer Geheimdienst mit vielen Verbindungen. Es wird also dauern, bis wir wissen, für wen sie arbeitet. Keine der Optionen sieht vielversprechend aus. Niemand von uns ist gern in Russland, aber wir gehen, wohin man uns schickt. Diesmal weist die Spur dorthin. Nach unseren Erkenntnissen haben Plugovas Leute eine verlassene Wetterstation an der norwegischen Grenze als Sammelpunkt genutzt. Die Station teilt sich in zwei Bereiche, mehr wissen wir nicht. Alles, was sie herausfinden können, hilft. Bringen sie also Daten über die Anlage und dann schalten sie aus. Endgültig. Alles klar. So, zerstören sie die Blablabla, testen sie den Warhound im Einsatz. Okay, Silent Talon. Herausforderung, was haben wir denn hier? Wie die Shotgun? Okay, das ist nicht so wichtig. Schalten sie drei Gegner mit drei Kugeln in unter drei Sekunden aus. Bam, 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 also, okay. Ich dachte schon, das wäre so richtig so moviemäßig. Ein Schuss, drei Schrapnellen davon sozusagen Kugeln und dann töten. Ja, moin. Oh, das ist wichtig. Der will nur spielen. Benutzen sie den Warhound, um im Einsatz mindestens 75% der Gegner auszuschalten. Also nur ihn benutzen. Crazy. Full House. Töten Sie 5 oder mehr Gegner mit einem Warhound Mörsergranate. Schießen Sie beide Feindhubschrauber ab, ohne einen Teamkameraden zu verlieren. Boah, das könnte funktionieren, aber es ist trotzdem schwer. Also immer ihn spammen, nur einmal die Shotgun benutzen und ansonsten die ganze Zeit das. Okay. Das ist jetzt erstmal egal. Genau. Okay, dann einmal noch zurück. Dann mal gucken, was er bei der taktischen Karte sagt. Die pakistanische Regierung ist stinksauer, dass wir ihnen die Prugova weggeschnappt haben. Wahrscheinlich weiß sie zu viel über den ISI. Die Frau ist gerissen und hat mehr Angst vor ihren eigenen Leuten als vor uns. Wir kämpfen um jedes bisschen Info, das sie zu bieten hat. Alles klar. Und dann weiter. Der Warhound ist eine selbstgetriebene mobile Artillerie mit genug Feuerkraft, um Feindstellungen auszuheben und dient zugleich als Deckung. Wählen Sie den Warhound aus, drücken Sie dann F, um das Waffenmodul zu steuern. Drücken Sie Linksklick, um den Mörser abzufeuern. Drücken Sie Rechtsklick, um die Raketen abzufeuern. Lenken Sie die Rakete mit der Maus. Okay. Not bad. Passen Sie damit auf. Wir wissen nicht, ob Ihre Ausrüstung 100%ig EMP-resistent ist. Diese Granate röstet alle elektronischen Geräte in Ihrem Radius. Im richtigen Augenblick eingesetzt, macht sie den Feind blind. Jawohl. Scheußliches Wetter, aber immerhin können Sie jede Menge Krach machen. Also ich würde ein leichtes MG einpacken und zur Sicherheit ein PDRC für das schnelle Geschäft. Ich würde... Warte, was hat er hier? Da gucken wir kurz rein. Bestens geeignet für Nahkampf, okay. Die haben wir noch nicht. Genau, den habe ich letztes Mal getestet. Also das ist zu wenig Schaden. Das, was ihr gerade da seht, das ist viel zu wenig. Also ich glaube, Minimum Hälfte bräuchte man. Oder am besten drei Viertel, damit das richtig gut ballert. Also ich glaube, wenn das so ist, geht das noch. Aber wenn es dann weniger ist, dann ist es vorbei.
Genau. Genau, das ist zu wenig Schaden. Gut, dann gehen wir mal kurz zurück. Und dann, was haben wir hier noch? Zweitwaffe, MP, Schrot. Okay, Schrotflinte kann ich auf der zweiten Waffe haben. Scharfschützengewehr, MP. Hier kann ich ja alles haben. Sturmgewehr, LMG. Ich überlege gerade, was ich nehme. Also ich will die Shotgun auf jeden Fall für die Herausforderung. Das ist ja klar. Die habe ich noch nicht geguckt, welches. Deswegen beile ich mich gerade. Warte, was haben wir hier? So eine Mossberg, also Polizistenkacke. Die Benelli. Kennen wir aus John Wick. Dann haben wir die M12. So ein Sturmgewehr-Mischmasch. Also Saigar-mäßig ein auf den. Warte, Saigar sage ich schon. Hier ist nochmal eine andere Version. Hier ist die Saigar, genau. Und dann haben wir noch die MT... The fuck, Revolver-Shotgun. Ist das für ein Schmutz? Na gut. Wen haben wir alles frei? Nur eine, ne? Dann müssen wir die nutzen. Nehmen wir. Was können wir hier einstellen? Visiere. Ja komm, gib mir eins für mehr Präzision. Das würde Kontrolle geben. Also nehmen wir trotzdem den hier. Farbe ist mir eigentlich egal. Da wir natürlich im Winter sind, wäre weiß nicht schlecht. Haben wir weiß? Boah, das wird glaube ich nichts. Nee, das wird nichts. Na gut, dann bleiben wir bei schwarz, glaube ich. Da ändern wir gar nichts. Dann Abzug. Halbautomatisch, Stecherabzug. Dann nehmen wir natürlich den hier. Magazine, Schrotmunition, Dragon's Breath. Ja moin. Mehr haben wir auch nicht. Gut, weiter. Ganz schnell. Unterlauf. Standardgriff, Spezialgriff. Dann nehmen wir natürlich das hier. Jawohl, viel schneller auch hin und her ziehen. Nice one. Montageschiene, Ziellaser. Schienenabdeckung, mehr haben wir nicht. Laser. Und dann der Lauf soll ordentlich. Genau. Erhöht die, bla bla. Das will ich nicht. Das ist mir egal. Längeren Lauf. Boah, Junge. Mündung. Gibt's Schalli? Nee, für die Waffe nicht. Aber Kompi. Jetzt noch den Schaft, dann sind wir fertig. Schubschaft, was gibt er mir? Mehr Handhabbarkeit, mehr Schnelligkeit, aber ich nehme, glaube ich, Kontrolle. Bei Mobilität wäre ja mal schlauer bei solchen Dingern, aber... Der wird natürlich noch mehr alles andere geben. Ne, ich mach mal so. Jetzt bin ich zufrieden. Das ist die Shotty, die ich will. Wunderschön. Jetzt noch ganz schnell hier. Nehmen wir eine Sniper, aber wir haben keine gute Sniper. Ansonsten nehme ich Sturmgewehr. Sturmgewehr rasiert alles. Genau. Weil die war ein bisschen zu langsam. Ich brauche Halbautomatik. Deswegen wäre es gut, wenn wir die Dragunov hier kriegen könnten. Oder die VSS, weil hier ist richtig Damage drin. Nicht so wie in PUBG. Das ist Müll da programmiert. Und da ist die Sniper, die der eine Typ hier hat von uns. Der eine Ghost-Mitglied. Die ist echt gut. Allround, holy. Dann, ja, wir nehmen Sturmgewehr. Wir brauchen eine Waffe, die alles gut kann. Also nehmen wir das hier. Was für Waffen haben wir freigeschaltet? Wir sind schon länger nicht mehr ein Sturmgewehr gewesen. Nein, 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 nein. Wir haben noch keine andere. Weil wir es verkackt hatten, die AK freizuschalten. Scheiße. Gut. Hier brauchen wir nicht so viel ändern. Außer, warte. Nee, das noch nicht. Dann bleiben wir hierbei. Ich weiß immer noch nicht, wie man das Rotpunkt da oben nutzt. Farbe will ich umändern. Ganz schnell, come on. Nehmen wir das hier. Und dann, Abzug brauche ich noch nicht. Magazin auch nicht. Unterlauf auch nicht. Gassystem auch nicht. Montageschiene auch nicht. Lauf auch nicht. Mündung. Hier machen wir Schalli rauf. Aus einem Grund, weil ich habe ja schon eine Shotty, die ist meine laute Waffe. Und da brauche ich nicht noch mehr. Genau, fertig. Diesmal viel schneller, das speichert ja auch. Wunderschön. Sensoren. Was haben wir noch? Blendgranate, Splittergranate, Sensoren. Sensoren brauche ich immer. EMP-Granaten und rein da. Lol. Bleib dicht am Warhound. Wir dürfen hier nicht getrennt werden. Das sagst du so. Ich wette 20 Kröten, dass du dich während des Einsatzes hinter dem Ding versteckst. Hey, wenn das Ding Kugeln anzieht, dann muss ich nicht selbst drauf schießen. Da wären wir, okay. Warhound ist unterwegs. Die Sicht ist fast null. Das verschafft uns einen Vorteil.
Magnetsicht 1. Magnetsicht 1, Junge. Ich sehe mehr nach weiter da hinten, wenn ich ohne die gehe. Also relativ. So, ich nehme schon mal. Warhound nicht verfügbar. Warte. Shotgun schon mal. Oh, wir haben wieder Tarnung. Na endlich. Genau vor uns. Bin gleich da. Kontakt, feindlicher LKW. Auf 12. Ich brauche einen Kill. Noch einer mehr. In 3 Sekunden 3 Kills. Direkt vor uns. Die müssen sich schön aufreihen mit einem Schuss 3 oder was anderes, warte. Sensor. Sensor unterwegs. Wunderschön. Sammelt euch. Dann brauche ich nur. Komm, steig aus. Oh, ich verstehe sie sogar. Der Vorteil, wenn man eine Sprache versteht, braucht man keine Untertitel. Zwei Gegner mit Sturmgewehr. Hast du eine Position? Beim LKW. So, die knall ich mir. Die gönne ich mir so hart. Let's go. Der Warhound will nicht. Oder muss ich daran? Auf 9 Uhr! Mein LKW! Ziel erledigt! Viel besser. Ach du Scheiße. Gar nicht schlecht. Sie haben hier draußen wahrscheinlich nicht mit Besuch gerechnet. Das könnte leichter werden. Also theoretisch hätte ich auch das nicht gebraucht, ne? Man also Charlie. Musste das sein. Jetzt wird's bestimmt nicht leicht. Musste das sein? Ja. Ich brauchte die Waffe. Das Geile ist, Leute, ein Tipp noch. Wenn ihr die Waffe, also Waffenherausforderung fertig habt, wird das gesaved. Auch wenn ihr das Level neu startet. Oder Checkpoint. Das ist das Einzige, was saved. Die anderen nicht. Warhound geht Gassi. Der Sturm legt sich. Achtet auf eure Sichtlinien. 75 Energien auszuschalten. Tarnung fährt hoch. So, hier ist schon besser. Da ist Munition, gönn ich mir. Nice. Zurück, gleich sehen die dich. Alles gut. Gegner zur Rechten. Wir haben Kontakt. Sieht nach einem Fuhrpark aus. Dass sie das Ding nicht sehen. Da ist ein Panzer. Den können wir hier nicht stehen lassen. Nimm den Mörser und kümmere dich drum. Verstanden. Drei weitere Gegner. Genau vor uns. Holy. Warhound abfeiern. Warhound greift an. Gegner ist okay. Angriff! Er geht in Deckungsdach, war abgefahren. Boah. Haben die uns überhaupt mitgeschickt? Sie verlieren die 9. Holy shit. Abschuss. Bam, 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 bam. Alter. Mobiler Mörser. Weiter so. Zack, 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 zack. Gegner, Verstärkung rückt an. Ausschalten, bevor sie hier sind. Wir haben ein leichtes Fass. Ich bin befestigt. Ich hole ihn aus. Geduld, Geduld, Geduld. Auf 12 Uhr. Sie haben einen LKW. Der LKW steht nicht mehr lange. Der muss sitzen. Jawohl. Komm, das muss reichen. Abschuss. Das muss, das muss, das muss. Will er aber nicht, okay. Alter, die rennen echt weg, die Sau. So.
So, jetzt sind wir bei jetzt. Wunderschön. Sicher? Vielleicht hat der Schnee den Lärm. Am Warhound sammeln, wir müssen weiter. Warhound unterwegs. Warhound unterwegs, jawohl, Junge. Wir warten mal auf ihn. 79%? Töten Sie 5 oder mehr Gegner mit einer Warhound-Mörsergranate. Oh, das ist scheiße. Ich hoffe, die sammeln sich noch. So muss ich warten, bis die wirklich Verstärkung sich auf einmal sammelt und dann macht. Das wird eine eklige Mission. Aber ich sag ja, das ist mir egal. Die Waffe habe ich, ich bin zufrieden, fertig. Egal was passiert, einfach weiter. So, noch ist hier nichts. Weiter, weiter. Tarnung ist an. Ach, AK-200. Oh, nice, ey. Wieso konnte ich hier nicht freischalten, ey, so eine Kacke. Wo lang? Ich habe das Gefühl, da kommt gleich was. Sehe die Antennenanlage. Ausschalten. Ist es nicht noch zu früh? Ich habe das Gefühl, er kann sich nicht bewegen, wenn er hier nicht genau steht. Naja, gut. Drücke F und dann... Warhound kämpft. Ich dachte gerade so, es fliegt durch. Overlord, die Kommunikation ist lahmgelegt. Verstanden, Hunter. Das sollte sie von der Außenwelt abschneiden. Wunderschön. Wenn wir weiter, den Vorposten ausgeschaltet haben, rücken wir zum zweiten Ziel vor. Dafür brauchen wir ein Boot. Was, unser Wuffi ist nicht seetüchtig? Oh oh. Wozu ist er eigentlich gut? Auf 12 Uhr! Warte, ich weiß, was es ist. Nein! Ich glaube, das war gerade die Chance. Ich habe sie verkackt. Alter, wie schnell er aber auch überhitzt. Ich sehe nichts. Oh Gott! Sie bewegen sich! Panzerfaust! Vorsicht! Panzerfaust! Oh! Da oben! Schlag zu, solange sie verwirrt sind! Vorbei! Leichtes Feindfahrzeug! Das war gut. Alter, wie er fliegt! Ah ne, er lebt noch! Der ist down. Hat nicht gereicht, wir ne? Schaffen das, kein Problem. Ich warte noch, ich warte noch. Gegner erledigt. Als wenn, da hat einer gefehlt. Er ist gedodged und hat kein Damage bekommen. Broken. Das war unfair. Wunderschön. Oh, der ist down. Nice. Wo noch? Hm. Was fehlt Ihnen hier noch? Was wollt ihr von uns? Aha. Da haben wir es. Das war's, alles sauber. Nachladen und weiter. Die MP darf ich auch nicht vergessen, genau. Tarnung ist an. Wie das Ding aber auch aussieht, ey. Bewege Warhound. Wir waren zu laut. Halt, bekommt Verstärkung! Augen offen, alten Gentlemen. Wir machen hier nicht Schluss, bevor wir nicht mehr über Ihre Operation wissen. Ach du Scheiße. Panzerfaust, Achtung! Wo ist der? Rechts von uns!
Come on. Ziel erledigt. Halten Sie auf Trab. Feindlicher Vogel noch am Nest. Das sollte so bleiben. Unterwegs. Der ist down. Wunderschön. Down die Scheiße. Noch ein Schuss da hinten hin. Die suchen Deckung. Oh, der hat gesessen. Junge, ich kann einfach unsichtbar daneben sneaken. Links, links! Ich sehe nichts. Vorsicht! Panzer in Deckung! Das ist echt am besten so. Leg mich am Arsch. Das Ding ist busted. Geh in Position. Ich sehe nichts. Sie haben ein leichtes Fahrzeug. Wenn Sie so weitermachen, geben Sie bald auf. Heavy. Oh, da vorne ist noch einer. Boah, Junge. Der Typ, die weicht aber auch so gut aus, ey. Come on. Alter. Overlord Hunter. Ey, Junge, 86%. Verstanden, Hunter. So, wo lang jetzt? Einfach dem Warhound folgen. Hammer, nice. Oh, das wird jetzt heavy. Oh ja. Zumindest müssen wir nicht schwimmen. Ja. Hörst du auf zu quengeln, wenn du fahren darfst? Vielleicht. Los, einsteigen. So, schnell dahin. Station ist hier eine Menge los. Ja, und das war es der Vorposten. Das ist der Aufklärungsteil des Jobs. Die fliegenden Augen sehen auch nicht alles. Man sollte meinen, dass so viel Aktivität auf jemandem aufgefallen sein muss. Wir haben alle unsere Geheimnisse. Wie überrascht wären wohl die Russen, wenn sie nach Dulfe kämen? Na gut. Ich will nur hoffen, dass uns sowas hier nicht erwartet. Verstanden. Rechnet mit dem Schlimmsten. Und lasst den Warhound vor. Der ist ersetzbar. Ein nützlicher kleiner Kerl. Der ist nicht wirklich klein. Okay, Jungs, ich sagen. Wir kommen unter Leute. Alles klar. Die höchste Priorität hat für uns ein Abbild ihres Hauptrechners. Wenn wir das haben, machen wir den Laden dicht. Verstanden. Legen wir los. Stimmt, was mich jetzt erinnert hat, ist, ein bisschen Metal Gear Solid ist das schon, so vom Feeling her, wegen Third Person, auch dieses Gerät hier, wie diese Kuh-Roboter. Oder mit den Kuhbeinen. Junge, Junge. Ein bisschen. Ganz minimal aber nur. Feelingmäßig. Verriegelung. Oh, oh. Das ist wohl kein Willkommensgruß. Wir nee. Wollen die Basis abriegeln. Wir müssen uns beeilen. Aktiviere Tarnung. Come on, schaffen wir das noch schnell genug? Ich glaube nicht, wenn wir nicht sprinten, wa? Okay, der wird immer so machen. Wie geht denn rutschen? Das wäre ja gut zu wissen. Ich halte mal gedrückt. Nee. Slide Canceling, so Report wie es in Call of Duty ist, gibt's nicht. Ist aber auch gut so. Schnell durch. Das brauchen wir nicht. Kontakt. Kämpft. Gegner tot! Sie gehen in Deckung! Down die Scheiße. Ah ja, nicht vergessen, ich habe nicht zu viele Kills klauen. Sir. Ein sowjetisches U-Boot. Yankee-Klasse. Sind wohl nicht alle stillgelegt. Mir schmeckt die Entwicklung nicht. Oh, er hat gesessen. Schade, dass es kein MG hat. Das MG fehlt hier. Wir haben nur solche Dinge. Die sind am Ende! Die spawnen. Ich will die alle sammeln. Diese 5 Granaten oder 5 Gegner mit einer Granate ist echt schwer. Brücke! Die Banken machen
Heilige Mutter, Junge, das Ding ist echt overpowered. Gegner erledigt. Auf den Balkon. Down. Beweg mich. Down. Meine Güte. Ich sehe zwar nicht 100%, aber das reicht aus. Boah. Irgendwo da. Nee, den kennen wir nicht. Ich komme hier nicht mal durch, weil ich nichts sehe. Dich kriege ich. Der lebt noch. Ja, jetzt haben die ihn. Der Atem ist aber nicht unsichtbar. Auch lustig. Harry Potter mäßig. Sie sind unterwegs! Sie sind das Hauptverkehr! Er hat Stopp! Ziel erledigt! Good job, weiter! Angriff, Angriff! Warhorn dreht auf! Die Kriegen an! Boah! Ich hab das Gefühl, ich muss mal warten. Als wenn das so verbaut ist. Vorsicht, Vorsicht, um die Plattform! Vorwärts, von Deckung zu Deckung. Fahrsektor, fahrt! Boah. Schieß sie zur Hölle! Panzerfaust, da hat eine... Weg mit dem Scheiß. Vorsicht mit dem Warhaus. Der Last soll doch nicht über uns zusammenbrechen. Fred, geht in Deckung. Das war ein bisschen zu viel anscheinend. Ah, schade. Jawohl, schön gerettet. Alter, das ist ja eine simple Mission bis jetzt. Die leichteste, wenn man so einen Kumpel hat, ey, kein Wunder. Junge. Ich bin einfach nur sozusagen der Steuertypi. Wie Autofahren. Nur halt mit dicken Geschützen. Sie bewegt sich. Ziel erledigt. Jawohl. Beweg mich. Aua. Ich halte sie am Boden! Haben wir? Das war's für ihn. Lade nach! Junge! Wir haben noch 5 Minuten, komm. Oh shit! Oh, da war die AN. Nice. Bleib dran! Erledigen wir sie! Warhorn greift an! Wunderschön. Wir haben sie am Haken. Geh in Position. Boah, Junge, was ein Aiming. 89%. Autsch, von wo? Alter. Mein Gott, die Bastard. Wunderschön. Also die laufen immer nur zu dritt, das ist voll gemein. Welche Stelle hat es denn in sich, wo man 5 Leute gleichzeitig gehen kann? Crazy. 4 Minuten nur noch, come on. Achso, du musst rüber. Ja komm, geh du vor, damit wir nicht gekillt werden. Mich dem Ziel. Los, dann sichert es! Tarnung aktiviert. Noch jemand hier? Nee. Noch nicht. Sprinten wir vor. Hier sind keine Gegner. Noch nicht. Zeitdruck ist ja da. Wunderschön. Gesäubert. Okay. Pepper, 30, absichern. Kosek, lade dies ab. Klar, Roger. Overlord, wir haben ein Terminal gesichert und können übertragen. Bereit? Okay, Hunter, übertragen Sie. Kommt.
Haben Sie was zum Versteck? Die Schallbilder zeigen einen dunklen Fleck. Zu groß für ein Lager, aber könnte eine Höhle sein. Wir prüfen das. Sie müssen nach oben. Es ist ein ganzes Stück entfernt. Wir bringen Sie rein. Okay, Overlord. Der Aufzug? Boah, keine Stufen. Was glotzt du, Blechkiste? Oh, ihr verletzt seine Gefühle, euer Majestät. Blechbüchse. Star Wars ist echt. Wir wissen nicht, was uns gleich hinter dieser Tür erwartet. Und die Briten sind sauer, wenn ihre alten Dame uns zustößt. Ja klar, ha ha ha. Tarnung läuft. Alles klar, und also weiter geht's. Das ist wahrscheinlich dieses Stück, was ich vorher erwähnt hatte. Diesmal machen wir das ja durch. Eigentlich wäre wieder ein guter Stopp, aber ich werde das nur noch dieses kleine Stück. Deswegen ist es ja in Ordnung. Oh, holy. Auf wen? Da. Was ist es? Auf die Panzer kommt! Heilige Mutter, es fällt auseinander. Boah, Junge! Sie ziehen los! Es tut! Schau nach rechts! Ich suche Deckung! Wir sind an den Wagen dranbleiben! Wieder nicht! Sie können nicht weg! Alter! Direkt vor uns! Tulltaube schießen hier! Oh fuck! Feinde! Das war sicher nicht der letzte. Ja, wir sichern hier Sektor für Sektor, bevor wir das Lager angehen. Verstanden. Sektor für Sektor, sagst du? Positioniere den Warhound um. Hubschrauber, die nehmen uns aufs Korn! Vorwärts, wenn die uns erfassen, sind wir tot. Ich wollte gerade sagen. Come on, Zeit. Als wenn das Ding nicht getroffen hat. Das kommt doch nicht an. Der ist extra weiter außen. Damit sowas nicht klappt. Der Helix zieht Leine! Aber hat funktioniert. Okay, die hat gesetzt. Und nun? Weiter? Okay. Kranke Scheiße. Ja, wir warten mal. Braucht noch ein bisschen. Ladet sie ein! Gegner tot! Die suchen Deckung! Ist einfach so geil, weil es Granaten sind, müssen die laufen. Direkt vor! Er ist tot! Check die rechte Seite! In Bewegung! Bewegung Warhound! Alter! Wo noch? Feuer! Noch irgendwo hin? Bereit zum Angriff! Greife Ziele an! Den hat's getroffen, den anderen nicht. Auf 9 Uhr! Junge! Noch irgendwo? Lead in Bewegung! Vorsicht, Panzerfaust! Oh, lucky! Noch irgendwo? Bam, Junge. Nichts mehr leichtes Fahrzeug. Oh, fuck. Lucky. Die sind crazy. Achtung, sie kommen.
Da ist die Abschluss. Nein! Ich habe Überhitzung. Alter, das ist crazy. Oh mein Gott, da flog was. Fertig? Das Ding ist echt geil. Crazy stuff. Tarnung aktiviert. Shotgun. So Leute, hier hin. Come on, come on. Overlord Hunter, wir sind am Ziel. Brauchen Hilfe an der Tür. Verstehe, Hunter. Augenblick. Sehr gut. So, hier passen nur wir durch. V geht nicht. Ach du heilige Scheiße. Das ist mein Lager, was? Overlord, hey, sehen Sie unseren Feed? Bestätigt, Hunter. Das löst hier keine Glücksgefühle aus. Können Sie es ausschalten? Die Frage ist, kommen wir weit genug weg? Wir kümmern uns drum. Ladungen legen. Ladungen legen. Ladung ist scharf, raus! Wieso jetzt schon scharf? Alter, ich hätte erst gewartet. Detonation in 3 Minuten. Ach, Scheiße! Verdammt, er kommt zurück! Hätten ihn gleich abschießen sollen! Er hat Freunde dabei! Die Zeit läuft. Nein! Aus. Schaltet sich schnell aus! Wir haben Fenster fest! Mein Gott, wo sind die denn? Komm on, komm on, komm on, Abkühlung, Abkühlung. Ich sehe niemanden mehr. Sie sitzen fest. Wo sind die? Rechts von uns. Rechts von uns. Warhound weißt du. Er ist tot. Klar, Roger. Wir müssen weg. 2 Minuten noch. Alter. Auf da. Warhound ist unterwegs. Geht nicht. Holy. Rennen. Die Mucke macht doch voll Stress, ey. Ja, ich glaub, das war's. Overlord Hunter, Ziel ist zerstört. Wir kommen zurück. Verstanden, Hunter. Ich fürchte, es geht jetzt erst richtig los. Wunderschön. Puh, geschafft. 75, not bad. Schalldämpfer. Abschüsse, Nahkampfeliminierung. Simultanabschüsse. Ja, okay, wahrscheinlich, weil ich das nicht benutzt habe, aber hier ist ja speziell so gemacht. Not bad. So, was haben wir für ein Preview? Das. Also, der eine, der gibt Feuerschutz, okay? Hält einfach drauf, zwingt sie in Deckung. Aber dann taucht er auf einmal plötzlich ein Heli auf. Der Sniper nagelt sie fest. Nein, nein, der andere, das, dieses Landei. Oh, okay. Also, der Sniper sieht den Heli und legt einfach auf ihn an, okay? Ja. Absolut cool. Aha. Er drückt ab. Ja. Peng! Wow. Kein Pilot mehr. Bullshit. Sicher. Ein Schuss. Ohne Scheiß, ein Schuss, ich schwör bei Gott, volles Rohr durch dieses scheiß Dach. Bam! Na, ist klar. Ist ja übelst krass. Ja, und das Beste, der Vogel kippt nach vorn und fällt, boom, direkt auf die Stellung des Gegners. Und dann wenn geht ich mich alles recht in entsinne, auf. War dieser eine Schuss von der Panzerfaust. Yep. Hey, lol. Willst du ihnen sagen, wie es wirklich war? Nein. Ihre Version ist besser.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand damit gerechnet hat. Eine solche Menge Militärgerät hätte nicht unentdeckt bleiben dürfen. Das macht uns Sorgen. CIA und DIA tauschen fleißig Daten aus und es formt sich langsam ein Bild. Die Progova gehört zu einer Gruppe russischer Falken. Sie nennen sich Raven's Rock Dulcina. Wir kennen noch nicht die Details, aber das reicht weit. Derweil meldet Langley, dass Raven's Rock dabei ist, ganz üblen Burschen ein hochmodernes System zuzuspielen. Ich halte nichts von diesem Einsatz. Sie wissen das, ich weiß das. Aber wir tun es trotzdem. Wir bewegen uns auf russischem Territorium, also sind Fehler tabu. Einen riskanteren Einsatz gibt es nicht. Aber die Bedrohung, die von diesem Material ausgeht, ist noch wesentlich größer. Also machen wir es ordentlich. Alles klar, Leute, dann machen wir hier den Stopp. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo, Kommentar da und wie immer, bis zum nächsten Mal.